Alter. Diese Spuren sind nur ein Vorgeschmack auf das, was gleich noch passiert. Und nein, ich habe keinen Vogel. Das ist Teil 3 meiner kleinen Serie Wie klingt Neuseeland? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt, schaut auch die anderen zwei Teile euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und heute bin ich hier unterwegs im Norden der Südinsel im Nationalpark Abel Tasman am Golden Bay. Und warum der so heißt, ihr seht schon hinter mir, der Sand ist eben golden. Ich bin gespannt, was wir heute alles hier entdecken. Ganz zu Beginn meines Abenteuers bin ich auf Pukekus mit ihren Jungen gestoßen, die die Wiese nach Futter absuchten. Die erste Hürde liegt direkt schon vor mir, einmal durchs Wasser und zwar nicht mit Schuhen, sondern barfuß. Jetzt geht's vom Strand hoch auf die Klippe durch die ganzen Farnwälder. Und hier seht ihr, wie schmal die Wege hier sind. So, keine 500 Meter gelaufen und ich muss schon den Pulli ausziehen. Ich sehe nämlich gar nicht so warm, nämlich laut Thermometer nur so 10 bis 15 Grad. Wenn die Sonne kommt, direkt 25 Grad. Und jetzt geht's erstmal weiter. Hört ihr die Vogelgeräusche? Jetzt kann man es richtig schlecht erkennen. Ja, da sind so 10, 15 Vögel an dem Baum. Immer wieder dran springen, wegfliegen. Geil. Wenn das halbwegs gut drauf ist, dann kann man damit was richtig Cooles machen. In Teil 1 habe ich euch ja schon gezeigt, dass ich so bei einigen Bäumen Brandspuren entdeckt habe. Das ist jetzt hier auf diesem Hügel hier, auf dieser Düne, noch mal krasser. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Die Stämme sind alle schwarz, aber sie sind auch noch grün. Scheinbar konnte der Brand schnell genug gelöscht werden und die Bäume und Pflanzen haben es hier gut überlebt. Was ich wirklich krass finde, ist, dass ich hier auf einer Düne bin. Das ist kein richtiger Sandstein, sondern das ist im Grunde festgedrückter Sand. Klar, da ist bestimmt auch irgendwo mal ein Fels dazwischen, aber es ist vor allem dieser gelbe Sand, zum Beispiel dieser Sand, und hier auch wieder im Grunde die Farbe wie unten am Strand. Ich bin ja kein Geologe, aber gefühlt einfach eine Sanddüne mega komprimiert. Falls da jemand anderes was besser weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Eine These, warum ich das mit dem Sand wirklich so vermute. Auf der Herfahrt, die ich in diese Bucht gemacht habe, bin ich immer wieder an so offenen Wänden vorbeigekommen. Und da haben Leute Graffitis hinterlassen, indem sie halt Sachen einfach in den Sand geritzt haben. Teilweise von vor über 10 Jahren. Ich blende euch mal ein Foto da ein. Finde ich schon sehr faszinierend. Und ich habe das Gefühl, dieser Weg hoch, diese Düne, der ist endlos. Alter. Normalerweise Norddeutschland, 3 Meter Düne, passt. Hier bestimmt schon 100, 200 Höhenmeter, immer noch nicht oben. Und wie klingt eigentlich ein Farnbaum?
Und dieser Vogel auf dem Ast ist ein Tui, der gut am weißen Federbüschel am Hals erkennbar ist. Auch er kann Stimmen imitieren, wie ein Papagei. So, der höchste Teil der Strecke, den habe ich jetzt hinter mir. Ich habe nochmal nachgeguckt, waren eher so 150 Höhenmeter. Und jetzt geht's wieder runter, und zwar Richtung Strand. Hier in Neuseeland gibt es ja diese Farnbäume. Ich habe aber jetzt noch keinen abgebrochenen gesehen, bis jetzt. Und der sieht so aus, und der ist innen hohl. Vielleicht verrottet das innen drin schneller oder es ist eh hohl, keine Ahnung. Aber den Klang, den müssen wir noch mitnehmen. Was für eine wundervolle Aussicht. Das ist das, was ich meinte. Es ist im Grunde einfach nur Sand, oder? Und die hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Mein Fazit ist auf jeden Fall, ich finde es mega cool, wie nah ich hier an ein paar Tiere rangekommen bin. Das kommt auf der GoPro nicht richtig rüber, aber das war teilweise ein Meter, manchmal weniger. Und gar nicht, weil ich da rangegangen bin, sondern auch, weil die gekommen sind. Das zeigt natürlich, dass die hier an Menschen gewohnt sind, ganz klar. Und dass die auch dann rumquäken, rumgaggeln, das ist einfach cool. Genau das, was ich hier auch suche und brauche. Thank you.
Das war der dritte Teil von Wie klingt Neuseeland von der Golden Bay. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert fleißig. Und wenn ihr den nächsten und letzten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal jetzt. Ich freue mich, macht's gut, bis dann und ciao. Jetzt, wo ich hier so laufe, gibt es schon eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Und zwar, dass ich mit dem Equipment, was ich dabei habe, nicht so richtig gute Tieraufnahmen machen kann. Ich kriege zwar den Ton, aber es fehlt natürlich jemand mit einer guten Kamera. So ein Robert Mark Lehmann, der dann ganz gezielt die Shots einfängt für die Vögel. Ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, alleine zum einen immer mit einem Mikrofon daran zu gehen und dann zusätzlich noch mit einer Kamera.